Hallo Freunde des Sports und der gepflegten Unterhaltung, wir sind wieder bei FIFA 14 mit dem Pro-Club und ja, nach dem letzten Pokalspiel, welches eigentlich kein sein sollte, spielen wir diesmal dann doch mal Liga. Und der Tali darf dann auch starten. Mal sehen, ob wir diesmal ein bisschen schneller was finden. Aber sonst war es ja auch so, wenn wir im Pokal angetreten sind, haben wir sogar schneller was gefunden, oder? War das nicht so? Weil wir haben ja auch beim letzten Mal, glaube ich... Ach nee, da haben wir Rosberg, richtig schnell was gefunden. Das war's nämlich. Ich wollte mal kurz sagen, Rosberg ist von 89 auf 90 gestiegen. Ja! Laola-Welle bitte! Habt ihr? Seid ihr durch? Ja, wir sind fertig. Okay. Aber den Versprecher hätten drin lassen können. Der war lustig. Ach wo. Ich nichts verspreche. Ich habe es, glaube ich, einmal drin gehabt, dass ich die falsche Karriere gesagt habe und das habe ich gar nicht gemerkt. Das habe ich mir dann nochmal angeguckt und habe gedacht, ha! Das hast du falsch gemacht. Aber da war ich auch müde. Erwischt. Alles entschuldigt. Joa. Es dauert und dauert wieder hier. Da hat sich wahrscheinlich das Spiel vorher selber gedacht, ach, wenn das Ligaspiel nicht klappt, dann lassen sie hier. Dann wollen sie wahrscheinlich eher Pokal spielen, bevor sie nichts machen. Kann aber auch sein, dass die Leute alle jetzt Pokalspiel spielen wollen, weil wenn Pokalfenster schon offen ist. Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass du da auf die übelsten schwachen Gegner triffst, sondern meistens sind das ja dann auch wirklich die absoluten Top-Gegner am Ende. Ja, wer spielt da wieder mit seinem Mikrofon rum? Aber bestimmt der Florian, so wie es sich angehört hat. Nein, ich war's nicht. Dann war's Julian. Ja, ich weiß, oh, was ist denn das hier? Ja, mit dem Stuhl über das Mikro gerollt bin, also über das Kabel davon. Ja, kannst du nochmal suchen. Weil es so schön war. Vielleicht sind wir auch gezwungen, dann nochmal ein Pokalspiel machen zu müssen. Aber dann wäre es auch gar nicht so schlimm, dass wir vorher auch ein Pokalspiel gespielt haben. Weil es dann sowieso nicht anders gegangen wäre. Spielt denn hier keiner Liga? Oder werden die einfach nicht zugeordnet, weil die in anderen Ligen spielen? Aber das hatten wir auch schon. Wir haben auch schon, glaube ich, gegen Erstliga-Clubs gespielt, wo wir in der siebten waren. Kurz nochmal umstellen auf Pokal. Kannst du noch einmal suchen und wenn es dann nichts wird, dann so ein Ultimatum hilft oft. Ich würde sagen, einmal noch, Tallinn, einmal noch Ligaspiel neu und dann machen wir danach Pokal. Komm schon, das Ultimatum. Hey. Na, hab mich nicht gehört. Das ist. Ne, es gibt Schnitt hier. Ja, gut, dann geht's auch gar nicht anders. Ah, Ultimatum, ey. Ultimatum. Hat geholfen. Was lange währt, wird endlich gut. Ich hoffe, dass wir das Spiel jetzt auch spielen können. Nicht, dass uns jetzt trotzdem wieder rauskickt. Das wäre natürlich doof. Aber wir gehen mal vom Besten aus, vom bestmöglichen Ergebnis. Und jetzt werden die Chancen auch mal genutzt. 6 Gegner haben wir nur. Das ist natürlich gute Voraussetzung normalerweise. Und ich werde dieses Dankeschön. Mal jetzt ein Tor schießen. Den Ball wollten sie gar nicht haben. Bitteschön, schieß ein Tor. Jetzt. Mit Ansage, Karan. Ja, mit Ansage. Ich freue mich. Habe ich. Kein Problem. Hast gedacht, ey. Oh, Schuto, jetzt legt er los. Ah, verdammt, wie eine Kasse geschmeidig. Aber nein. Ja, die nehme ich jetzt. Den Eckball. Wobei Karan hat ja einen besseren Flankenwert. Oh, das scheiße, ich hab Naiko aus Versehen gegeben. Ja. Na gut. Ich beweise noch immer, dass ich vielleicht könnte, wenn ich wollte. Ach, verdammt. Gut, Karan, das beim nächsten Mal. Mit der Hacke und so schießt. Ja, nein, verdammt. Irgendwie nicht flüssig, ich hab übelste Lags. Ah, noch, bisher noch nichts aufs Tor gekommen, schade. So ein bisschen hastig alles hier, ne? Schön gemacht, aber leider kein Ball gewinnen. Hier oben. Du musst ja bei steht alle drei auf einem Ball Haufen, da? Ich alle mal ein bisschen oben. Aufteilen. Ja, wo ich hingehe. So, hier damit. Ah, ey, der ist einen halben Meter größer als der andere. Schön. Geil. So, jetzt komm, mach ihn rein! Mach's Ding. Wollte noch mal passen. Der hat mich weggedrängt. Nein, nee, ich wollte außen lang gehen. Kack. Das einmal klappt, ne? Dann ist man verwöhnt. Was macht ihr da? Auch mit 6 Mann zusammen auf einem Punkt. Gruppenkuscheln unterwegs. Ich glaube auch. Wow. Nein! Abseits, sehr schön.
Gut. Aber bist du... Du musst nicht hier in der Mitte ZOM. Beschwert euch jetzt bei mir, dass ich die Position nicht habe. Ihr steht zu viert auf ZOM, ja? Da gehe ich da auch noch hin, oder was? Ja. Hm, sicher doch. Ich bin der, der dann mal ein bisschen guckt, wo ein bisschen Platz ist, ne? Boah. Weil du nicht links stehst. Ey, ich stehe doch links, was willst du denn? Ja, jetzt! Ich stand vorher standet ihr alle drei in der Mitte, das war halt das Problem, deswegen war ich halt außen, aber ist egal. So, weiter geht's. Ah, oh, natürlich! Ja. Kaputt gemacht! Aggressivität! So, oben. Was zur Hölle? Oben war gesagt! Willst du jemanden abschießen oder was? Ah, warum kriegt er den nicht? So, warte. Was? Da hat er mir das Vogel gelegt. Meine Güte. Klappt gerade alles. Danke. Komm, lauf. Mitte! Ja! Ah, verdammt. Neiko unten. Ja! Und Tor. Schön. Nein. Aber guter Schuss. Und Karan macht selber. Jupp. Dass er bessere Flanken hat. Tallinn! Ah. Da fehlt keiner. Da ist keiner mehr, ne? Alle raus hier. Alle weg. Florian flankt, alle weg! Ja, ich komm, warte. So. Ist zwar nicht meine Seite. Ey, what the f. Florian steht in der Mitte. Ich hol ihn mir, nee, shit. Was? Boah, so weit hinten, das wird schwierig jetzt. Gut gemacht. Gib it! Stück der Beste. Ja, schön gemacht. Ja, passt zu mir, genau, KI-Spieler, du bist der Beste. Warum passt er denn nicht? Muss ich hier dreimal den Ball gewinnen oder was? Hör doch mal auf jetzt, KI-Spieler. Der nervt. Hier, unten. Der andere, der Hitzelsberg hat mir besser gefallen. Schließt, ja, gut. Schön, ah, verdammt. Jetzt dürfen wir langsam mal ein Tor machen, das wäre mal was. So, Neiko und Tallinn bleiben dann erstmal drin. Damit wir nicht zu viele stehen, einer immer am kurzen und einer am langen stehen, ist immer am besten, damit man sich nicht gegenseitig wieder den Fokus klaut. So, wieder die kopfballstarken Jungs! Ah. Maiko, hau das Ding rein! Maiko! Ah. Mann, wie oft soll ich noch dazwischen laufen? Das geht ja gar nicht. So, unnormal. Ach, komm schon, Bob, den kriegst du. Julian? Julian wollte auch mitspielen. Lass ihn auch mal. Julian ist neuer. So, hier, komm, nochmal lang. Ah. Ja, aber er ist mittendrin stehen geblieben, so weißt du, stand schon so ganz nah am Ball und bleibt stehen. Wollte ihm nochmal eine Chance geben. Oh, Glück gehabt. Ja, Einwurf. Ja, jetzt muss man aber langsam, oder? Ganz rechts. Lauf. Ah, lauf doch. So, jetzt aber. Über links läuft gerade sehr viel. Und sehr ja, wir haben auch mehr auf links. Fehlt halt der rechte Verteidiger noch. Oben wieder. Oh. Ja, schön. Ah, schade. Oh. Nein, das war das. Was ein Schuss. Tastenspeicher. Echt Kasperle-Theater hier auf dem Feld. Ja, wir sind sehr, sehr offensiv da. Das merkt man auch daran, ne? Also, wir haben ja mehr Verteidiger sonst zuletzt gehabt. Das merkt man gleich daran hier, dass wir wieder vier Leute haben. Das ist wieder offensiv. Hier, komm. Ah. War viel zu spät. Passt doch. Lass. Da, ich bin da. Ah, ich wollte mal passen. Mitte. Komm, mach. Nichts. Rinn die Murmel. Ah. Und vor wieder. Hallo, was machst du? Jo, ich nehme den mal an und dann war's das für mich. Das war mein Spiel heute. Hast du? Schön. Da, Schade. Was war das denn? Ja, das war links. Weiß auch nicht. Hast nicht so einen starken linken Fuß, oder? Eigentlich schon. Muss mal in den Kraftraum gehen. Mal extra einen bereit gemacht jetzt. So. Komm schon. Ja, nehm mit. Tor. Ah. Wir spielen aber viel zu viel auf Flanken, ne? Weil dieses schnelle Kombinationsspiel, was wir sonst gemacht haben, das haben wir jetzt bisher noch gar nicht aufgezogen. Sonst hat das immer geklappt, so reinkombinieren. Können wir auch mal wieder probieren. Dass wir auch mal flache Bälle reinspielen. Nein, Tallinn! Was soll ich tun? Jetzt! So, jetzt ist er sicher. Hab ich. Ich auf eine Runde. Aber ich call auf keine Runde. So, jetzt gleich wieder hin.
Jetzt! Mach ihn. Da ist er, der flache Ball! Ja, der erste flache und ist er drin! Hat er sogar zugehört, der Florian? Ey, yeah! Das komm her, war Florian. Ich. Komm her, ich möchte Florian streichen. Hat mir die Vorlage gegeben. Alles klar. Dann hast du zugehört. Kist, bist du eine Streichleinheit bekommen. Ich bin trotzdem einmal am Tor beteiligt. Ich habe angenommen, dass du zugehört hast, Florian. Konnte ich eigentlich, ne? Eigentlich schließt dich das ja schon aus. Boah, schöne Parade. Aber auch ein schöner Schuss. Jetzt aufpassen. So. Wir haben große Leute. Ja, es sind aber nur die zwei in der Mitte da. Danke, nimm mal mit. Ja. Der Konter ist schon eingeleitet in der Mitte, genau. Und Rosberg auf außen. Ah, oh, ja, ja, okay. Und jetzt den langen Ball. Komm schon, Rosberg. Rein damit! Oh, ja, schön! Jetzt fängt der Kombinationsfußball an. Von mir eingeleitet, ey, ich hab ne Torvorlage gekriegt. Yeah, hä? Okay. Warum das? Das war von mir hinten eingeleitet. Ja, aber die, das war von mir hinten eingeleitet. Aber da waren ja drei Leute dazwischen noch dran. Oh, ich hab das auch eigentlich schon mal gekriegt. Eigentlich sollte ich das bekommen, weil ich hab den. Ja. So Götze hat in die Mitte. So, weiter kombinieren. Ich hab aber gerade ne Torvorlage gekriegt, extra. Ja, ja, das ist ja öfters mal so. Ui, schade. Jetzt nicht, jetzt nicht springen. Es oben, hat oben, noch, oben. Ist noch nichts entschieden. 45-2-0, das klingt gut. Und jetzt weiterhin so vorne dran bleiben. Wir machen jetzt hier nicht einen auf Bayern und verwalten das Ergebnis. Einfach weiter so wie bisher spielen. Dann haben wir keine Chance. Ja, das merkt man aber auch wirklich. Wir haben viel mehr vom Spiel. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier so weitergeht. Aber wie gesagt, das letzte Spiel haben wir auch verloren, einfach, ne, weil wir es nicht genutzt haben. Aber diesmal klappt's. Mach jetzt auch. Ja, aber noch keine rote Karte. Die kommt jetzt in der 59. Nee, gibt's gar keine roten Karten. Sonst kriegt er wirklich mal eine rote Karte. Kriegt er mal für ein Spiel eine Sperre. Muss er zugucken. Und er muss wenn zugucken. Das FIFA, wenn FIFA das wirklich gemacht hätte, ne, dass man dann nur ein Spiel auf der Bank sitzen könnte oder so. Das wäre echt scheiße. Das wird es bei der Pro-Club-Liga übrigens geben, die ich geplant habe. Dass man dann auch wirklich mal draußen bleiben muss. Dass man da auch mal ein paar Konsequenzen hat. Ja. Florian, einer zu viel. Noch sind wir nicht durch, ja. Das kannst du in der 80. Minute kannst du es gerne anfangen. Uiuiui. Der Pass war nicht so golden. So, jetzt aber. Mit vereinten Kräften und noch ist der Ball immer noch nicht safe, aber das war nix. Kein Schuss. So, warte. Ja. Julian immer abwarten und dann dahin spielen, wo jemand sich anbietet. Nochmal? Ah, ja, sorry. Ja, ja, das war gut. Tallinn hat seine Männer im Griff da. So unten. Und nochmal durch. Schön. Nochmal durch. Kevin läuft. Okay, macht das schon. Ich komme in die Mitte. Auch Mitte. Schieß. Jo! Eieiei, Florian, komm her, komm her, komm, kommst du her. Kommst du her. Das gibt's doch nicht. Siehst du, kaum kombinieren wir uns die nicht ja, sag ich doch. Machen wir die Tore. Jetzt geht's über Kombination wieder. Das war ja eigentlich auch unser Erfolgsrezept aber zuletzt. Da war geil durchgesteckt, Schuka. Da war schön durchgesteckt. Hab ich geschnuppert. Ah, das fetzt doch, so ist das doch schön hier. So sieht man das doch gerne. So, komm ran, da. Boah, für dieses Tor hab ich auch noch richtig Punkte gekriegt. Ich dachte, du hast auch eine Vorlage gekriegt. Hab ich auch noch beraubt hier. So. Nö, aber ein Punkteboost von 1,4 Punkten. Schön! Abseits. Schade. Aber das hab ich gar nicht gesehen. War eng, ne? Ich hab auch gerade. Ah, ja, ist gut. Uiuiui, das war ja nur geklärt. Ich glaube, Rosberg ist auch ein bisschen kleiner jetzt, kann das sein? Links. Das andere. So, ich stehe unten. Boah. Ein Stück so, weit. So schnell bin ich nicht. Galaktisch bin ich noch nicht. Ja, so. Ich nehme den hier oben, Ah, bitte zu kämpfen, ey.
Schön gemacht mit eurem Einwurf. Also, wenn die Einwurf haben, haben wir ein Tor. Ach, verdammt. Schade. Das haben wir gerade ausgemacht. Kombination. Ja, wie soll ich den flach spielen, bitte? Ganz ehrlich. Wir sagten flach. Über fünf Stationen. Schade. Da gibt's eine gelbe für. Ah, der geht nicht ran. Komm schon, ja, schön gemacht. So, kannst du auch den langen auf außen geben? Unten? Ah, ich dachte, der kommt innen durch. Schade. Ich habe aber mal eine 9,3. Weg, die Murmel. Ali. Schön gemacht. So, Rechtsverteidiger vor. Hey, oh, was macht der denn? Das? Warum bolst du den weg? Hat ihn das B getötet. Hat er geklärt. Ah, aber das sieht doch gut aus. 3-0, 70. Machen wir weiter so. Komm schon, du bist deiner. Ah, verdammt. So, Tallinn, well, Julian, guys. Alles klar. Links, warte, links jetzt. Stehen zu dritt. Müsste eigentlich einer kriegen, das Ding. Ach, verdammt. Schade. Komm schon. Unten jetzt, unten. Ja. Nochmal durch, links. Tallinn wieder auf links, genau. Mitte. Nee, die andere. Boah, direkt zwischen euch, war ja so klar. Ja, das ist immer, wenn man zu nahe steht, wie gesagt, dann ist der Fokus weg. Ach, Feierabend. Komm, mach Feierabend. Licht. Vor damit. Und nochmal. Schade. Hab aber er ist noch dran. Na gut. Hier. So. Karanasin. Mit Marin. Ah, doch noch abseits. Abseits, auch noch das. Ja. Das kam aber spät die Fahne. Ja, ja, deswegen habe ich gewundert. So, der Defensive da lässt sich austanzen. Nehmen wir mal mit, das Ding. Ich hab nur eine 7,5 mal wieder. Ja, bei mir hat er eben ganz viel abgezogen. Ich weiß nicht warum. Ja, ich war auch gerade bei 9. Hat er bei uns allen gerade. Ich auch. Also hat er mal ein bisschen hier runtergespielt. Ist ja nur 3-0, wir führen ja erst 3-0. Ist ja nix. Geht ja noch was. Da komme ich nicht ran. Unten. Unten gleich. Ja. Ah, schade. Ich hab den Ball nicht mal am Fuß gehabt. Ist schlecht. Den Ball hält man immer am Fuß. Oh, was macht denn der? Na, wenigstens kommt er noch irgendwo an. Was machen die denn da? Erzähl mir das mal. Die wollen hier wirklich noch tanzen. Hier, komm. Rosberg, ich stehe noch nicht im Abseits. Oh, Tor. Ja, das ist 4-0. Und damit dürfte Rosberg auch wahrscheinlich den Spieler des Spiels kriegen. Wollt ihr noch mehr? Ja, wir wollen. Wir haben noch nicht genug. Karan, hast du dein Tor gemacht gehabt? Was nein, leider Anfang? Nicht. Na, das ich warte noch machen. Drauf. Ja, ich warte noch drauf. Es war angekündigt. Das Gute kommt wohl zum Schluss. Das Beste, so komm. Das Beste, genau. So jetzt. Oh, was war das? Der ist ja verhungert. Na, ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Du willst es wohl nicht. Nee. Soll nur so aussehen, als ob ich's will, weißt du? So, komm. Würde ich dir fast glauben. Ja, klar. Ich bin so ein übelster Missgönner, ja. So, vor jetzt. Das war nix. Kein Gegentor. Jetzt können wir auch mal hier, ne? Zu Null spielen. So, warte. Links. Du bist schon wieder auf meiner Position. Ja, weil ich hier links stehen will, damit wir alle da stehen. Damit er den dahin bringt, wo wir stehen. Hier. Mitte. Uiuiui. Jetzt nicht Zeitspiel. Ich will noch mein Tor schießen. So, Naiko hat ihn. Außen. So, ich laufe Mitte. Ach gut, ich komm mit, Rosberg. Nein. Ich flank lieber rein. Nein, das schade. Krieg ich komm, auch nicht hin. Schade. Ja, das soll es wohl gewesen sein, das 4-0.
Wir wissen auch nicht, was uns geritten hat hier. Also. Kombinationsspiel. Ja. Meine Note ist jetzt auf eine 6,9 runtergerutscht. Ja, ich bin auch auf eine 6,9. So, die generelle Note wahrscheinlich. So, mal sehen, wer der Spieler des Spiels gekriegt hat. Das ist ja noch eine spannende Geschichte, aber ich glaube mal, Rosberg mit 2 Toren und einer Vorlage ist da ganz gut dabei. Ja, mit 9,7. Ja, aber auch verdient, von daher passt das soweit. Alle haben hier wirklich gut gespielt. So gefällt mir das. Die Chancen wurden genutzt, das eine Spiel, ja, da haben wir uns eingespielt, das war deswegen auch Pokalspiel, ganz klar. Brauchen wir nichts zu sagen. Hier haben wir mal gezeigt, was wir können und demnächst noch ein paar mehr Spieler wieder dabei und dann klappt das auch, ja. Das ist mal so ein kleiner Vorgeschmack, was auf euch noch wartet demnächst. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal schnell die ganzen Geschichten durch. Und dann, wie viel hat der Julian gemacht? 4 Paraden, ja. Julian, ne? Halt dich ran! mehr war nicht möglich. Hast gut gespielt und wir gucken nochmal 9 Punkte. 1 Punkt noch und dann sind wir drin geblieben. 4 Spiele haben wir dafür noch Zeit. Und es ist sogar noch möglich, hier den Aufstieg in Liga 5 zu schaffen. Von daher bleibt es auf jeden Fall spannend und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.